Eins war komisch. Die Maschine vibrierte. Ich musste die Annahme treffen, dass der Motor ausgeht. Moin zusammen. Das ist tatsächlich schon ein Jahr her, wo ich dann den Übungsflug mit Delta Mike Heavy absolvieren durfte. Und damit begrüße ich euch zu einem neuen Video auf dem Channel von Delta Mike Heavy. Ohne viel zu labern, werfen wir mal direkt einen Blick in das damalige Video zu diesem Übungsflug. Und der war echt witzig, weil wir da übelste Turbulenz hatten. Absolut. So, hier merkt man dann schon, dass es Turbulenz gibt. Ja, was? Das war damals echt eine witzige Sache. Vor allen Dingen war es auch lustig, das mit Sebastian zu teilen, weil Sebastian und mich verbindet schon ein relativ langer Weg. Denn, was viele nicht wissen, Sebastian war einer der ersten eigenen Flugschüler von mir, die ich mit der frisch gegründeten Flugschule damals in Höxter hatte. Und man muss ja sagen, dass Sebastian sich wirklich zu einem absolut kompetenten Pilot entwickelt hat. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und er ist halt nicht nur kompetenter Pilot, sondern mittlerweile auch bei Delta Mike Heavy in der Flugschule als Fluglehrerassistent. Und mir ist es eine besondere Freude, die Flugschüler auf den ersten Meilen zu begleiten. Und ich muss sagen, ich freue mich einfach nur darüber, dass ich so einen wirklich kompetenten und guten Fluglehrerassistenten an meiner Seite habe. Das wird sich auch in diesem Video noch zeigen, denn Sebastian ist in eine Situation geraten, die ihresgleichen sucht. Am letzten Wochenende war das Wetter mal halbwegs gut. Ich war noch leicht am Kränkeln, deswegen konnte ich noch nicht selber fliegen. Aber Sebastian hat sich seinen Schüler geschnappt und sich kurzerhand mit ihm verabredet, um eben die nächste Flugstunde zu absolvieren. Und wir machen das immer so, wenn wir etwas länger nicht in der Luft waren, beziehungsweise wenn die allererste Flugstunde am Tag ansteht, dann ziehen wir das Flugzeug raus, machen einen sehr, sehr gründlichen Check, inklusive Cowling abnehmen etc., so wie man das halt macht. Und meistens ist es tatsächlich so, dass wir dann auch noch so einen kleinen Probeflug machen und einfach mal eine oder zwei Landungen drehen, allerdings alleine, halt der jeweilige Fluglehrer ist dann dafür verantwortlich. Und da kann man dann ganz gut herausfinden, ob das Flugzeug wirklich absolut intakt und flugtauglich ist. Und Sebastian hat sich dann eben auf diese ganz normalen, routinemäßigen ein bis zwei Platzrunden begeben. Es ist üblicherweise so, dass wir den Flieger aus dem Hangar herausziehen, die Checks machen, wir schauen uns den Motor an, machen den Walkaround, schauen, ob alles an der Stelle angebracht ist, wo es auch angebracht sein sollte. Und es war tatsächlich nichts auffällig. Und das ist das Fiese an diesem Fehler gewesen. Es war nichts auffällig. Und ich schwöre euch, es ist genauso, wie er es gesagt hatte. Anhand der routinemäßigen Checks hätte man diesen Fehler, der sich in dem System befand, nicht finden bzw. im Vorhinein eliminieren können. Es ging schlicht und einfach nicht. Ich werde euch später nochmal erklären, was genau passiert ist, aber erstmal die Erfahrung von Sebastian. Start verlief gut, die Items wurden abgearbeitet, Klappen, Stufe 0, Benzinpumpe aus und auch die Leistungsspitze wurde rechtzeitig vor Erreichen der Platzrundenhöhe von 1600 Fuß heruntergenommen. Landung dann unter Seitenwindverhältnisse hat auch gut geklappt und so stieg ich frohen Mutes nach einem Touch and Go in die zweite Platzrunde. Ihr müsst euch also überlegen, der gute Mann saß in dem Flieger, startet, alles völlig normal, fliegt eine Platzrunde, alles völlig normal, landet, gibt wieder Vollgas und denkt sich so, jo, alles klar, alles ist in Ordnung, aber eine Runde mache ich mal noch. Hier war etwas anders als zuvor. Kurz vor Erreichen der Platzrundenhöhe habe ich die Leistung reduziert, aber eins war komisch. Die Maschine vibrierte. Das Krasse daran ist, du bekommst auf dem Boden davon einfach gar nichts mit. Du denkst einfach nur so, jo, alles klar, erste Platzrunde war ja super, ne? Wie gewohnt von ihm, touch and go und tschüss. Und irgendwann ist das Flugzeug dann ja wieder aus der Reichweite und auch aus der Hörweite sozusagen. Manch einer wird jetzt denken so, aber was war denn mit Funk? Er hätte ja funken können, weil bei uns läuft natürlich unten auch immer das Funkgerät mit. Aber da muss ich Sebastian in Schutz nehmen und da muss ich auch ganz klar sagen, dass er richtig gehandelt hat. Denn Regel Nummer 1, beziehungsweise Überlebensregel Nummer 1 ist Fly the Plane First.
Ich bin dann mit dem gleichen Power-Setting weiter gestiegen und habe dann erstmal überlegt, welche Pläne ich denn mit an Bord habe, um diese Situation zu lösen. Normalerweise denkt man erstmal an das Worst-Case-Szenario, das heißt, der Motor geht auch irgendwann in den nächsten Sekunden aus. Somit habe ich die Leistung dann nochmal erhöht, bin also auf etwa 2000 Fuß gestiegen, eine Höhe, von der ich sicher ausgegangen bin, dass ich auch den Flugplatz erreiche, wenn der Motor ausfällt. Der Motor brachte noch ausreichend Leistung, um ein bisschen Höhe aufzubauen. Das heißt, er hat im Prinzip alles richtig gemacht und seine Sicherheit durch Höhe sozusagen maximiert. Aber das Problem war, es hörte einfach nicht auf zu vibrieren. Das heißt, es lag irgendein Fehler vor. Ich habe dann die Leistung auf der sicheren Höhe reduziert und habe relativ schnell festgestellt, dass ich im Idle, also im Leerlauf, nicht weiter als 3800 Umdrehungen pro Minute reduzieren konnte. Das heißt also, Sebastian hatte da oben folgendes Szenario. Er hatte quasi einen Motor, den er nicht ins Idle ziehen konnte. Er hatte halt auf jeden Fall 3800 Umdrehungen pro Minute drin. Es ging nicht weniger und das Ding war am Vibrieren ohne Ende. Er hat mir erzählt, also das hat er jetzt nicht in dem Video gesagt, aber er hat mir erzählt, es war schon ordentlich Vibration vorhanden. Als erstes kam mir natürlich in den Sinn, naja, mit 3800 Umdrehungen pro Minute kann ich keine Landung sauber hinkriegen. Es ist einfach nicht möglich, sodass ich die Höhe genutzt habe und habe den Motor abgestellt. Jetzt mögen wahrscheinlich auch wieder viele denken, so wie bitte, der hat den Motor abgestellt? Aber es ist genau richtig. Er ist ja vorher deutlich aus der Platzrunde rausgestiegen, um die Sicherheit aufzubauen und hatte dann ausreichend Höhe, um sich dem Fehler einmal etwas genauer zu widmen. Und er hatte im Prinzip dann die Idee, den Motor abzustellen, ihn wieder einzuschalten und zu schauen, kommt der Fehler wieder, also wird er reproduziert oder ist das vielleicht nur so eine Eintagsfliege gewesen? Der Motor sprang an tatsächlich, aber wir hatten dasselbe Phänomen, dass wir die Drehzahl nicht unter 3800 Umdrehungen pro Minute reduzieren konnten. Ja, und das war jetzt das abschließende Problem. Das heißt, der Fehler wurde reproduziert, der Fehler war immer noch da. Er konnte den Motor bzw. die Umdrehungszahl nicht unter 3800 Touren bekommen. Und jetzt musste ein Plan B her. Wie zum Teufel kommt man jetzt runter? So flog ich die Platzrunde zunächst weiter in Richtung rechter Querenflug der Piste 2.2, etwa 100 bis 150 Fuß über der Platzrundenhöhe, sodass ich auch sicher sein konnte, auch im Queranflug der Piste 2.2 eine saubere Landung, eine Ziellandung hinzubekommen. Absolut richtig gehandelt. Er hat die Höhe ausgenutzt. Er hat den Gegenanflug am Ende verkürzt, sodass man natürlich schneller zu seinem Ziel kommt und ist trotz Einteilung, die er weiterhin vorgenommen hat, das ist auch wichtig, um seiner Routine zu folgen, hat er trotzdem den Weg so kurz wie möglich gemacht, um eben auf dem Flugplatz Erlinghausen wieder zu landen. Ich habe mich dann entschieden auszuschalten und habe die Maschine in Richtung Endanflug gesteuert. Ich bin weiterhin clean angeflogen, habe die Platzrunde so eingeteilt, dass ich zumindest im Endanflug immer noch genug Höhe gehabt habe. Er musste den Motor ausschalten, weil der Motor ja mit mindestens 3800 Umdrehungen pro Minute lief. Also ich will mal jemanden sehen, der in Erlinghausen über die 2.2 ein UL mit 3800 Umdrehungen pro Minute auf den Boden drückt. Das wird nicht funktionieren. Zweitens, er hat natürlich auch an den Motor gedacht, das heißt, er wollte natürlich auch weiteren Schaden vermeiden, denn zu der Zeit wusste er noch gar nicht, woran es wirklich liegt. Tja, und dann bist du natürlich mit deiner Sicherheitshöhe sozusagen, also mit der Sicherheitshöhe, die man sich natürlich aufgebaut hat, und fliegt eigentlich viel zu hoch an und jetzt musst du natürlich zusehen, wie du runterkommst. So slippte ich im Slip des Todes in Richtung Schwelle 2.2 und konnte die Maschine tatsächlich dann auch zwischen der Schwelle und der Haltbahnmarkierung aufsetzen. Er erzählt das natürlich hier alles so ruhig und lässig, so als wenn das ganz easy wäre, so nach dem Motto, so, ach, weißt du was, da schalte ich dann den Motor aus und dann mache ich eine Ziellandung und setze das da easy peasy hin. Aber Leute, ich sag's euch ganz ehrlich, in so einer Situation, da geht euch der Kackstift in die Hose, aber sowas von, und ich sag's euch ganz ehrlich, der malt dann schon. Ich persönlich bin jemand, der tatsächlich diese Procedures oder Prozeduren, wie ich sage, verinnerlicht hat. Mir hat sicherlich dabei geholfen, A, meine Vorerfahrung als Segelflieger, B, die
wirklich hervorragende Ausbildung bei Delta Mike Heavy. Klingt so, als wenn es gekauft wäre, ist es aber nicht. Er hat es tatsächlich so gesagt. Und wir haben da aber auch schon ganz oft drüber gesprochen, über Kompetenzen und so weiter. Und ich denke mal, dass die in der Flugschule tatsächlich vermittelt werden. Grüße an Sebastian, danke für das Kompliment. Das freut mich als Fluglehrer natürlich auch. Man sieht ja auch, was dabei herausgekommen ist. Also von daher, danke nochmal für das Kompliment. Sicherlich auch der sehr intensive Fluglehrer-Lehrgang, um diese Situation, wie gesagt, genauso zu meistern, wie ich sie gemeistert habe. Diese Fluglehrer-Lehrgänge vermitteln euch wirklich Fertigkeiten, die ihr sonst nirgendwo mitbekommt. Und außerdem lernt man dort sehr interessante Leute kennen. Also ich kann die Lehrgänge wirklich nur empfehlen. Jetzt will ich aber auch noch einmal ganz kurz eingreifen, bevor wieder ganz, ganz viele merkwürdige Kommentare geschrieben werden. Denn man könnte ja meinen, warum hast du das so gemacht? Warum hast du das so gemacht? Warum nicht so? Und keine Ahnung, man muss das doch so machen und man muss das doch so machen und bla und blub und bla. Erstens mal, viele Wege führen nach Rom und wenn diese Wege am Ende nach Rom führen, dann sollten wir einfach alle glücklich sein. Zweitens, im Nachhinein ist immer alles ganz, ganz einfach gesagt. Und drittens ist im Nachhinein meistens auch ganz, ganz schnell geurteilt. Das möchte ich gerne zu verhindern versuchen, denn man muss Sebastian mit diesem Video zugutehalten, dass wir hier eine offene Fehlerkultur leben. Und wir erzählen diese Story, damit wir einfach mitteilen können, was alles Komisches passieren kann. Denn wie gesagt, wir haben vorher Checks durchgeführt und all sowas, sind aber nicht auf diesen Fehler gestoßen. Das heißt, ihr müsst euch daran gewöhnen, beziehungsweise mit dem Gefühl in die Luft gehen, dass wirklich immer alles passieren kann. Der Motor kann jederzeit ausfallen. Das Bemerkenswerte ist wirklich, Sebastian ist da hochgegangen, der ist da oben geflogen. Er hatte eine absolute Ausnahmesituation, ist damit mega professionell umgegangen. Und das Coole ist, Sebastian hat tatsächlich auch noch ein Statement abgegeben dazu, wie er überhaupt seine Entscheidung gefunden hat. Und das ist wirklich was, was du von den wenigsten hörst. Das ist wirklich sehr interessant. Wie kam ich auf die Idee, überhaupt zunächst eine Höhe zu gewinnen? Man könnte ja auch die Einstellung vertreten, dass man auf Platzrundenhöhe weiterfliegt. Meine Entscheidung habe ich faktenbasiert tatsächlich getroffen. Das heißt, Piloten sollten faktenbasiert Entscheidungen treffen und wenn keine Fakten mehr vorliegen, müssen wir Annahmen treffen. Ich wusste, dass der Motor zwar vibriert, aber ich bin davon ausgegangen, dass ich zumindest eine sichere Höhe erreichen konnte, sodass ich mich dagegen entschieden habe, eine Umkehrkurve zu fliegen und in entgegengesetzter Richtung zu landen. Es gehört schon allerhand dazu, sich in sicherer Höhe, wirklich in absolut sicherer Höhe, gegen eine Umkehrkurve zu entscheiden, also quasi zum Platz zurückzukehren, der direkt hinter einem liegt und er war auf einer Höhe, aus der er das ohne weiteres geschafft hätte. Zweiter Fakt, ich wusste, es wird natürlich schon sportlich, wenn man genau auf Platzrundenhöhe fliegt, da man in der Regel dann nur 1000 Fuß hat, um wirklich den Platz dann zu treffen. Das heißt, die Platzrundenhöhe ist schon sportlich gewählt oder auch definiert. Um ein Polster aufzubauen, bin ich dann genau aus diesem Grund auf 2000 Fuß gegangen. Er hat halt tatsächlich während des Fliegens bemerkt, okay, die Power, die steht mir irgendwie noch zur Verfügung. Ich weiß zwar nicht, wie lange, aber solange sie zur Verfügung steht, baue ich Höhe auf und gewinne dadurch Sicherheit. Dritter Fakt. Ich wusste, dass die FK9 ein sehr, sehr gutes Gleitverhalten hat und ich kannte auch die Geschwindigkeit des besten Gleitens. Danach hatte sich die Faktenlage erschöpft und daraus ergab sich für mich folgendes Bild, dass ich die Platzrunde fortsetze und ohne Hilfe des Motors lande. Ganz wichtiges Detail, er kannte die entscheidenden Parameter des ULs. Das heißt, er kennt sich mit diesem UL wirklich aus. Er hatte direkt aus seinem FF prägnante Zahlen und Werte im Kopf, wie zum Beispiel die Geschwindigkeit des besten Gleitens. Ganz wichtig, die sollte man fest im Schädel verankert haben. Ich musste die Annahme treffen, dass der Motor ausgeht. Worst-Case-Szenario, der Motor geht aus. Diese Annahme wurde später widerlegt. Der Motor wäre tatsächlich nicht ausgegangen, aber in so einer Situation muss man vom Worst-Case-Szenario ausgehen. Auch das ist richtig. Er hatte im Hinterkopf, alles klar, das Ding kann jederzeit ausgehen und es gibt nur eine Möglichkeit und zwar, ich muss nach unten. Das soll es von meiner Warte aus gewesen sein. Ich appelliere an euch,
dass ihr regelmäßig, wirklich regelmäßig diese Ziellandungen übt. Schnappt euch einen Fluglehrer, übt das vielleicht einmal im Jahr wirklich intensivst, sodass auch diese Regelmäßigkeit dementsprechend stattfindet und das auch geübt wird. Alleine bitte immer mit Motor oder Propeller im Leerlauf. Wenn kein Fluglehrer dabei ist, nicht einfach das Triebwerk abstellen und einfach mal versuchen, sondern nehmt euch dazu immer, und zwar ausnahmslos, einen erfahrenen FI mit an die Seite, wenn ihr mal eine Ziellandung mit stehendem Triebwerk üben wollt. Ihr kennt ja das Video von mir mit der Ziellandung in Höxter. Das hat ja sehr stark polarisiert und wurde sehr kontrovers diskutiert. Da war es so, dass ich tatsächlich das Triebwerk abgeschaltet habe, um eben eine Ziellandung mit stehendem Triebwerk zu machen. Und da scheiden sich tatsächlich die Geister so ein bisschen. Da gehen die Meinungen stark auseinander. Aber Leute, ich sage euch ganz ehrlich, das ist nochmal wirklich ein komplett anderes Level. Es ist was absolut anderes, ob da vorne das Ding noch läuft oder ob es steht und wirklich komplett still im Cockpit ist. Ihr hört nur noch das Pfeifen der Strömung und sonst nichts. Ihr seid nur auf euch gestellt. Die Gedanken werden lauter. Euer Puls ist hörbar im Ohr. Das sind Dinge, die können einen wirklich auseinandernehmen, wenn man das nicht schon mal erlebt hat. Es hat schon einen psychologischen Effekt, wenn man auf einmal nichts mehr hört. Das heißt, man hat keinen Summ mehr auf dem Headset, keine Vibrationen mehr und man hört jetzt nur noch den Wind. Und das ist ein psychologischer Effekt, der Stress erzeugen kann tatsächlich, wenn man das nicht kennt. Geht man das Risiko in Anführungsstrichen ein, eine solche Ziellandung mit stehendem Triebwerk mal zu üben, oder macht man es weiterhin im Leerlauf? Das muss jeder selbst entscheiden. Ich werde hier niemanden dazu zwingen, sowas zu tun. Aber ich kann nur, und zwar aus Erfahrung, berichten, dass es gut ist, wenn man das mal ohne laufendes Triebwerk erlebt hat. Nehmt euch einen Fluglehrer, fragt vielleicht auch die Segelflieger am Platz: Mensch, kann ich mit euch mal mitfliegen? Sprecht mit den Leuten, kommuniziert mit den Leuten. So kann es was werden. Ich freue mich auf das nächste Video und sage tschüss, bis bald. Ganz dickes Danke an Sebastian, das war wirklich eine coole Sache, dass du das so teilst. Ich habe ja eben schon erzählt, wir leben da in der Flugschule eine sehr offene Fehlerkultur. Also bei uns suchen wir keine Schuldigen, sondern wir suchen Lösungen für Probleme, die vielleicht aufgetreten sind, und möchten es beim nächsten Mal einfach besser machen, beziehungsweise am besten, wenn möglich, Probleme dieser Art im Vorhinein verhindern. Deswegen auch das Teilen mit euch als Community, um dafür zu sensibilisieren, dass es einen jederzeit treffen könnte, egal ob man davon überzeugt ist, dass das Flugzeug gerade intakt ist oder nicht. Ja, jetzt natürlich noch, was ist überhaupt passiert? Also viele Cracks werden es wahrscheinlich schon wissen, einige aber vielleicht auch nicht. Und zwar führen zwei Bautenzüge vom Gashebel in Richtung Vergaser. Und diese Bautenzüge öffnen bzw. schließen entsprechend die Drosselklappe. So, und jetzt ist ein Bautenzug gerissen, und zwar der auf der rechten Seite. Und was passiert dann? Es geht nicht in den Leerlauf, sondern die Vergaser haben eine Feder, die dann im Prinzip diesen Gashebel am Vergaser auf Vollgas ziehen. Denn auf Leerlauf wäre ein bisschen blöd, aber so hat man dann wenigstens noch Power. Und das war der Grund, warum Sebastian auch nicht unter diese 3800 Touren kam, denn der eine Vergaser hat permanent Vollgas geben wollen und die Zylinder wollten natürlich auf der Seite ordentlich Power geben. Deswegen halt die Vibration, weil die Zylinder auf der anderen Seite das eben genau nicht wollten. Denn die hatten ja nur Halbgas oder sowas drin, sagen wir mal. Hätte man das vorher erkennen können? Nein, hätte man tatsächlich nicht. Wenn man sich dieses Gestänge in der FK mal anguckt, ich habe jetzt leider kein Foto, wird man sehen, dass man das selbst beim Vorflugcheck niemals, das hättest du nicht gereilt. Ich hatte sogar vorher noch, ist jetzt schon ein, zwei, drei Wochen her, die 200-Stunden-Kontrolle, und da haben wir Bautenzüge kontrolliert und selbst dabei ist der Fehler nicht aufgefallen. Das heißt, dieser Bautenzug ist wirklich direkt in der Aufhängung, also in der Verpressung des Gashebels gerissen, und das hat man nicht gesehen. Der ist richtig glatt ab. Ich hoffe, dass ihr aus dem Video was mitnehmen konntet. Ich hoffe, dass euch das natürlich nicht passiert, und wenn euch das passieren sollte, denkt dran, dass ihr für diesen Fall trainiert. In diesem Sinne, ich wünsche euch natürlich jetzt noch mehr als sonst always happy landings. Ich wünsche euch always three greens. Wenn ihr ein retractable Gear habt, manche haben es ja, manche nicht. Ja, was soll's. Wir sind ja alle Whaler, wir sind alle Flieger. Von daher alles gut. Und ja, Leute, ich freue mich aufs nächste Video und ich sage ciao mit V.
So, ersten Take easy ohne Ton aufgezeichnet. Das bockt natürlich richtig, also kurz nochmal. Zum Glück habe ich es nach 2 Minuten bemerkt. Scheiße, Alter. Egal. Tja, heute gibt es leider so gut wie keine Outtakes, außer dass ich da vielleicht mal einmal ganz kurz vergessen habe, noch den Ton einzuschalten. Also mehr war es heute nicht. Das Thema ist etwas ernst, deswegen möchte man das natürlich auch in entsprechender Weise rüberbringen. Ich hoffe, ihr versteht das. Beim nächsten Mal gibt es dann wieder entsprechende Outtakes, da bin ich mir sicher. Also bis dann. Ciao.